Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Cisco hat vor kurzem Quartalszahlen vorgelegt. Die sind schlecht ausgefallen. Die Aktie ist um 10, 11% eingebrochen. Und viele von euch haben sich dazu geäußert, in der Aktienfinder-Community insbesondere. Kein Wunder, denn Cisco ist eine der Aktien, die wir jeden Monat mit 25 Euro besparen im Starterdepot. Und Cisco trägt momentan auch die rote Laterne. Und es stellen sich jetzt zwei Fragen. Zum einen, was ist passiert mit Cisco? Und zum anderen, hat Cisco im Starterdepot überhaupt noch eine Zukunft? Gut, mein Name ist Thorsten Tiedt. Wir werden diese Fragen in diesem Video versuchen, weitestgehend zu klären. Hier geht es um langfristig steigende Kurse und Dividenden, von denen du profitieren kannst, wenn du in Qualitätsaktien investierst. Und das klappt ja auch ganz gut im Starterdepot, auch wenn wir mit Cisco momentan in den Miesen sind. Klären wir also erstmal, was mit Cisco so passiert ist, beziehungsweise was ihr von Cisco so momentan haltet, wie so das Stimmungsbild ist. Ich habe auch eine Aktienanalyse geschrieben zu Cisco auf dem Aktienfinder-Blog. Kannst du dir durchlesen. Die ist komplementär zu dem Video hier. Das heißt, ich gehe die Aktienanalyse nicht eins zu eins durch. Ja, eure Stimmung hier, da gibt es einige Zitate, gebe ich mal wieder. Cisco ist ein Dino, genauso wie IBM oder Intel. Cisco wirkt meiner Meinung nach null innovativ und weiß nach meinem Verständnis wenig mit sich und seiner Zukunft anzufangen. Cisco ist in meinen Augen auf dem besten Weg, sich zu einer zweiten IBM zu entwickeln. Ja, das ist das Stimmungsbild und das Stimmungsbild ist ja eher düster geprägt. Verständlich, auch deshalb, weil ich denke, dass die Erwartungshaltung von vielen ist, dass die IT doch ganz gut durch die Corona-Krise kommt oder vielleicht sogar davon profitiert. Und Cisco ist ja ein Internetunternehmen, insbesondere auch im Bereich Internet unterwegs, Router, Switches und so weiter. Und da war sicherlich die Erwartungshaltung eine andere als 10% Umsatzrückgang im letzten Quartal, nochmal 10% Pi mal Daumen Umsatzrückgang im laufenden Quartal laut Ausblick des Managements. Nun ist es aber tatsächlich so, dass die Corona-Krise nur Gewinner bei der IT oder sage ich jetzt mal, ja, bei der IT kennt. Da gibt es eine Untersuchung, die ganz neu ist, von der Boston Consulting Group, also relativ neu, ich glaube, die kommt aus dem Juni. Und da wurde dann gefragt, wie das IT-Budget sich im Rahmen der Corona-Krise entwickelt hat, ob es jetzt Kürzungen oder Erweiterungen gegeben hat des IT-Budgets. Und da seht ihr dann hier die IT-Budgets runtergebrochen auf verschiedene Bereiche. Wir haben hier einen ganz klaren Gewinner, nämlich Communication und Collaboration. Und das ist ja genau das, wenn wir jetzt an Teamviewer oder die Zoom-Software denken oder beispielsweise auch an Webex. Das ist ja die Kollaborationssoftware von Cisco. Und hier wurden die Budgets ausgeweitet. Ganz klar, wenn die Leute im Homeoffice sitzen, dann müssen sie ja nach wie vor miteinander mit ihren Kollegen kommunizieren können. Und dazu braucht man halt diese Kollaborationssoftware. Davon profitiert auch Cisco und die haben auch gesagt im Management, sie haben Solid Double Digit Growth gesehen an den Umsätzen von ihrer Webex-Software. Wobei sie auch nochmal zusätzlich erwähnt hatten, dass viele momentan halt noch im Trial sind, die bringen noch generieren noch keine Umsätze. Wenn sie dabei bleiben, generieren sie erst Umsätze. Das Ganze ist ja noch relativ neu. Dieser Boost in der Kommunikationssoftware, also da ist auch Cisco ein Profiteur davon. Es gibt aber viele andere Bereiche, nämlich fast alle anderen, die haben eine Kürzung erfahren bei den Budgets. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, wo Cisco Systems oder mit was Cisco Systems eigentlich sein Geld verdient. Das hier ist von FactSet die Workstation. FactSet ist ja der Datenlieferant vom Aktienfinder. Und das hier ist ja Cisco und hier seht ihr den Umsatz und die Umsatzträger von Cisco. Cisco Technologieaktie, klar, das ist keine Überraschung. Dann ganz stark in der Hardware mit 88%, bisschen auch Software und Consulting, 11%. Und dann natürlich Kommunikation und jetzt hier White
Area Networking Equipment für knapp, also 63,5% der Umsätze verantwortlich, dann noch Aber Communication, hier Router, Switches und solche Dinge, Wide Area Network Equipment. Hauptumsatzträger von Cisco. Und wenn ihr jetzt mal schaut, Wide Area Equipment, Abkürzung WAN, die sind einer der Hauptverlierer durch der Corona-Pandemie. Das heißt, die haben starke Kürzungen erfahren. Das heißt nicht, dass das nicht wichtig wäre, was die hier fabrizieren. Das heißt nur, es ist halt nicht so dringend, dass es unbedingt jetzt gemacht werden muss. Das heißt, es gibt ja in den Unternehmen schon Netzwerktopografien, Verbindungen zum Internet und so weiter und die funktionieren ja. Und da kann man ruhig mal jetzt erstmal ein bisschen vom Budget abknapsen, damit das Unternehmen besser mit der schwierigen Situation zurechtkommt oder das beispielsweise dieses Budget dann halt hier umleiten in die Richtung, damit die Kollegen noch miteinander reden, kommunizieren können. Und wir haben hier allgemein die Segment Infrastructure, wo dann auch noch andere Untersegmente drin sind, das im Prinzip das Verlierersegment irgendwo darstellt von Budgetkürzungen. Und dann schauen wir mal hier. In der Aktienanalyse habe ich schon den Screenshot gemacht. Wenn wir hier die verschiedenen Segmente angucken, wo ist das Hauptsegment von Cisco, wo das Geld verdient wird? Infrastructure. Und da sind auch dieses WAN, Wide Area Network in erster Linie enthalten. Und die machen halt 30%, nicht 30%, 30 Milliarden Umsatz von insgesamt 51 Milliarden Umsatz. Das ist jetzt noch das letzte Jahr. Also deutlich, werden ungefähr 60% sein vom Umsatz. Und das sind eben hier die Verlierer der aktuellen Krise. Und so ist eben auch zu erklären, wie es zu den minus 10% beim Umsatz kommt. Ist also jetzt erstmal kein Managementversagen, sondern das ist jetzt künstlicher Gegenwind, den keiner vorhersehen konnte. Dann gehen wir mal ein bisschen hier fundamental jetzt rein über den Aktienfinder in die Cisco-Analyse. Gucken mal, wie es unabhängig von Corona bei Cisco denn so aussieht. Dann holen wir uns Cisco auf den Schirm. Hier sind sie ja schon. Hier ist die Dividende 3,3%. Das klingt erst schon mal ganz lecker, wie ich finde. Ja, was wir hier sehen, sieht jetzt erstmal nach Stagnation aus. Wir hatten im Geschäftsjahr 2013 48,6 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und haben aktuell 49,3 Milliarden Umsatz, also im Prinzip eine Seitwärtsbewegung. Das sieht nicht gut aus. Und da werden dann auch tatsächlich so vielleicht ein bisschen die Erinnerungen an IBM wach. Ich möchte jetzt das Augenmerk aber mal hier auf diese 2 Jahre hier lenken. Und zwar ist ja ein Vorwurf, dass das Management nichts mit sich anzufangen weiß. Dem würde ich jetzt widersprechen. Cisco Systems hat das Unternehmen neu ausgerichtet und da ist das Stichwort Intent-Based Networking. Das heißt, Cisco Systems ist ja recht hardwarelastig und sie verlagern sich jetzt in die Software rein. Und zwar legen sie jetzt im Prinzip, oder sagen wir es andersrum, die Internet-Topografie im Unternehmen, das wird immer komplexer. Es wird auch immer schwerer, das Ganze zu konfigurieren. Dann kommen auch noch die Sicherheitsaspekte dazu und so weiter. Und Cisco sagt sich jetzt, sie versuchen eine Software-Schicht über die Konfiguration der Hardware quasi zu ziehen. Und diese Software ist intelligent. Da spielen dann auch Dinge wie Artificial Intelligence eine Rolle. Und man kann dieser Software im Prinzip mitteilen, sagen, was man will, also wie diese Topografie aussehen soll. Und diese Software übernimmt dann die Detailarbeit und konfiguriert die Hardware. Das ist Intent-Based Networking, also Intent. Ich tue der Software meine Absicht vermitteln und die Software setzt es dann um und konfiguriert die Hardware. Also das ist ungefähr das, wo es hin soll. Und das führt dazu, dass mehr Umsätze mit Software generiert werden, was wiederum betriebswirtschaftlich tendenziell zu höheren Margen führt und zu besser planbaren Umsätzen. Denn eine Hardware, die kaufst du einmal und das war's dann. Solange bis du wieder die Hardware ersetzt oder halt erweiterst.
Und Software, die kann man schön in ein Abo-Modell gießen und das führt dann zu wiederkehrenden Umsätzen. Außerdem sind die Margen im Softwarebereich in der Regel höher als bei Hardware. Und das führt dann entsprechend zu aus Aktionärssicht der erfreulichen Entwicklung steigender Gewinne und Dividenden und auch steigender Umsätze. Und das Ganze wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen. Da hat man dann die Weichenstellung angefangen. Und dann siehst du hier, dass die Umsätze von 48 Milliarden auf 49,3 und dann auf knapp 52 Milliarden gestiegen sind. Das ist dann innerhalb von 2 Jahren eine Umsatzsteigerung von 8%. Und aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Dann haben wir hier jetzt aber den Einbruch. Hier ging es dann wieder einfach zurück. Ja, also das, was man hier gewonnen hat, hat man hier wieder verloren. Aber das ist halt die Corona-Pandemie in erster Linie und in zweiter Linie auch. Da gab es ein Interview des CEOs von Cisco zu dem Handelskonflikt zwischen den USA und China anzukreiden. Also wir haben hier halt jetzt Faktoren, die außerhalb der Macht von Cisco liegen, die dazu führen, dass die Umsätze wieder auf das Vorniveau hier schon fast gefallen sind, leider. Ja, nicht ganz. Also wir sind immer noch, haben immer noch mehr Umsätze als 2017, aber viel wurde halt hier zunichte gemacht. Auf der anderen Seite, weiterhin wieder positiv, sind die hohen Margen zu erwähnen. Wir haben hier Margen von knapp 29% und die sind höher als hier komplett im letzten Jahrzehnt. Wir müssen zurückgehen bis ins Jahr 2005, um höhere Margen zu finden. Das heißt, wir haben hier seit Jahren steigende Margen wieder, sehr stabile und dann auch steigende Margen. Warum sage ich das? Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel, weil es normalerweise so ist, dass wenn ein Unternehmen Probleme hat mit der Wettbewerbsfähigkeit, dann versuchen sie eben aus der Not heraus, die Produkte noch in den Markt zu drücken, indem sie Preisnachlässe geben. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Wir haben steigende Margen, steigende operative Margen. Gucken wir uns mal die Bruttomarge an. Siehst du, die steigt auch. Das heißt, da bleibt einfach mehr hängen vom operativen Geschäft. Das ist ein Zeichen der Stärke, kein Zeichen der Schwäche. Wenn wir IBM vielleicht mal vergleichend anschauen, wie es da mit den Margen aussieht, gucken wir uns das Ganze mal an, dann siehst du hier, dass die Margen gesunken sind. Die liegen momentan bei 12% und die lagen 2014 bei über 20%. Wir haben hier also klar rückläufige Margen und seit vielen Jahren auch klar rückläufige Umsätze. Also doch, dort gibt es deutliche Unterschiede zu Cisco zu erkennen, meines Erachtens. Und halt insbesondere die Margen, da siehst du, dass IBM Probleme hat. Zurück zu Cisco mal hier. Wie machen wir weiter? Ich würde sagen, wir gucken uns mal andere interessante Dinge an. Beispielsweise die Pro-Aktie-Kennzahlen. Die sind nämlich ganz deutlich gestiegen. Das siehst du hier schon rein grafisch. Die Dividende, der Gewinn, der Cashflow pro Aktie ganz deutlich gestiegen, während hier die Umsätze stagnierten. Seit 2014 siehst du, dass hier die Gewinne und Cashflows und Dividenden doch immer noch deutlich gestiegen sind. Wie kommt das? Zum einen durch die steigenden Margen, wenn mehr vom Umsatz hängen bleibt, also von einem Dollar Umsatz bleibt mehr hängen, bleiben mehr Cent hängen, dann führt das halt zu steigenden Gewinnen und steigenden Cashflows. Und zum anderen haben wir aber auch ganz deutliche Aktienrückkäufe. Hier habe ich ganz interessant mal was rausgesucht aus den zwei Geschäftsberichten 2018, 2019, und zwar die Mittelverwendung, also die Verwendung des Geldes von Cisco. Und da siehst du hier Share Repurchases, Primary Uses of Cash heißt es auf Englisch. Share Repurchases, 50% des Geldes floss hier in Aktienrückkäufe und im Folgejahr 2019 sogar 2/3 des Geldes in Aktienrückkäufe geflossen. Also extrem wurden hier Aktien zugekauft. Wenn du siehst, Dividenden, das ist das Grüne hier, das macht nur einen Bruchteil aus des Geldes, das in Aktienrückkäufe geflossen ist. Nur 17 bzw. 19% flossen in Dividenden. Und dann haben wir noch Unternehmenskäufe, Investitionen und Schuldentilgung. Alles unter ferner liefen Aktienrückkäufe ganz stark.
Ja, das siehst du dann entsprechend hier, dass die Anzahl der Aktien sich ganz, also außerordentlich stark verringert. Die verringert sich immer mal wieder. Also das ist ein durchgehendes Schema, dass die Anzahl der Aktien rückläufig ist. Gab mal 7,5 Millionen ausstehende Aktien, hat sich auf 4,2 Millionen reduziert. Naja, und das führt dann natürlich dazu, dass wir gekauftes Gewinnwachstum haben pro Aktie. 23 US-Cent im Jahr 2019, 18 US-Cent im Jahr 2018, das sind schon 31 Cent, nochmal 12 Cent, 43 US-Cent gepimpt sozusagen den Gewinn pro Aktie innerhalb von 3 Jahren. Insgesamt haben wir 2,63, also wir wären bei 2,20 ohne Aktienrückkäufe, also deutlich, schon deutlich niedriger. Gut. Ist jetzt aber, ist es verwerflich, ist es schlecht? Kann man sich drüber streiten. Ist auf jeden Fall erklärbar, weil die haben halt einen Haufen Cash. Guck mal hier, im Jahr 2017, 70,5 Milliarden Euro Cash oder Wertpapiere, die quasi cashnah sind, leicht zu Geld zu machen sind. Dieser Haufen Geld, der muss halt irgendwie verwendet werden. Und jetzt war es halt so, es gab im Jahr 2017 von Trump diese Steuerreform und 70 Milliarden von dem Cash, 70 Milliarden Cash konnte dann Cisco repatriieren, das heißt zurückführen in die USA und dann das Geld eben auch an die Aktionäre ausgeben. Vorher war es halt anderweitig geparkt, da kam Cisco dann bezüglich der Mittelverwendung nicht so einfach ran. Jetzt stand es quasi dann zur Verfügung, um den Aktionären was Gutes zu tun. Und das ist halt jetzt hier passiert in den Folgejahren. Das siehst du dann, dass dir das Cash hier quasi sich reduziert hat. Und zwar in erster Linie aufgrund von Aktienrückkäufen. Wenn du einmal eine Aktie zurückgekauft und vernichtet hast, genau das passiert hier, dann hast du den Aktionären quasi für alle Zeiten was Gutes getan, weil ihre Aktien ist dann auf Dauer mehr wert, hat einen größeren Teil vom Kuchen oder macht einen größeren Teil vom Kuchen aus. Hätte sie das in Form von Sonderdividenden rausgehauen, dann wäre es eine einmalige Wohltat gewesen, die dann auch noch sozusagen zu versteuern gewesen wäre, zumindest bei uns hier in Deutschland mit der Abgeltungssteuer. Gut, gucken wir mal, ob die Dividende sicher ist. Ja, würde schon sagen, dass sie sicher ist. Wenn man hier den freien Cashflow anschaut, ist er doch ziemlich hoch. Und wir haben zwar hier einen leicht rückläufigen Cashflow zu erwarten, aber immer noch sehr viel Luft. Das Ganze siehst du dann auch hier in dem Chart auf Unternehmensebene. Hier ist die Tilgungskraft, also Tilgungskraft, freier Cashflow abzüglich Dividenden. Dieses Geld könntest du verwenden, um beispielsweise die Schulden zurückzubezahlen oder um Aktien zurückzukaufen. Haben wir hier 8,6 Milliarden, das heißt freier Cashflow 14,6 Milliarden. Dividenden wurden für 6 Milliarden ausgeschüttet. Nach Adam Riese bleiben halt 8,6 Milliarden über. Die Dividenden scheinen also sicher zu sein. Insbesondere wenn du dir jetzt auch das Cash anguckst. In das Cash von knapp 30 Milliarden, da passt die Jahresdividende fast fünfmal rein. Also scheint sicher zu sein. Wir können auch nochmal gucken, hier, wenn wir die Schulden noch reinnehmen, dann siehst du, dass die Tilgungskraft von den 8,7 Milliarden bei Schulden, Gesamtschulden von knapp 57 Milliarden, bräuchte Cisco keine 7 Jahre, um die kompletten Schulden zu tilgen. Einfach aufgrund des Geldes, des Cash, was durch das laufende Geschäft überbleibt. Dann müssten die noch nicht mal auf Dividendenzahlungen verzichten oder Cash abbauen, sondern allein aus den laufenden Erträgen hätte Cisco innerhalb von 7 Jahren die Schulden abbezahlt. Die haben also eine sehr, sehr starke Bilanz und die Dividenden sind definitiv sicher. Also hier ist keine Dividendenkürzung zu befürchten, auch wenn wir jetzt halt mal schlechte Zahlen haben und der Aktienkurs um 10% oder so abgegeben hat. Jetzt gehen wir mal zur Bewertung der Aktien. Dann gibt es hier den Dividendenturbo. Und viele Aktionäre finden ja eine Aktie besonders dann attraktiv, wenn die Dividende außerordentlich hoch ist. Das kann man schon sagen, ist bei Cisco der Fall. 3,34% Dividende. Bei einem zuverlässigen Dividendenzahler machen wir jetzt mal nur hier die Dividendenrendite rein. Da siehst du, dass historisch wir schon ab und zu mal eine so hohe Dividende hatten. Vielleicht sogar mal ein bisschen höher noch, aber immer nur ganz kurz.
Meistens war die Dividendenrendite deutlich drunter im Bereich von auch sogar 2,5 oder noch weniger Prozent. Ja, da scheint Cisco ja schon mal ganz attraktiv zu sein. Wir rechnen auch mit weiter steigenden Dividenden. Irgendwann, also im Jahr 2022 sogar in der Nähe von 4%. Klingt nicht schlecht, riecht nach Unterbewertung. Ist dem tatsächlich so? Gucken wir mal hier bei der dynamischen Aktienbewertung vorbei. Schauen, ob die Aktie unterbewertet scheint. Dann mache ich hier mal vielleicht auch ein bisschen den Zoom raus. Dann sieht es besser aus. Dann siehst du auch viel mehr Zahlen hier. Holen den Gewinn rein, den operativen Cashflow rein. Die Dividende haben wir hier. Und dann suchen wir den richtigen Bewertungszeitraum aus. Und dann würde ich sagen, wir nehmen ab hier 2005, weil hier die Multiples noch teilweise deutlich höher waren. Also hier wollen wir bewerten, rechnen die durchschnittlichen Multiples wie KGV, KSCV, durchschnittliche Dividendenrendite und so weiter aus. Das ist das Ergebnis hier. Und dann gucken wir mal, was dann für einen fairen Wert hier rauskommt und ob die Aktie dann über- oder unterbewertet scheint. Jetzt haben wir hier den Kurs. Dann siehst du hier noch die Ausläufer der Dotcom-Bubble, wo Cisco hier mal bis 70 Dollar, teilweise waren die über 70 Dollar bewertet, also relativ hoch. Ich habe mal nachgeschaut, die Cisco-Aktie war eines der besten Investments der 90er Jahre, was du hättest machen können. Parallel zum Siegeszug des Internet hat auch Cisco seinen Siegeszug angetreten, da hat die Aktie 8 US-Cent gekostet und ist dann hoch auf über 70 US-Dollar. Also da gab es also wirklich einen enormen Reibach mitzumachen. Dann das Platzen der Dotcom-Blase und jetzt im Prinzip ging es dann runter hier bis zu den 13 US-Dollar. Und jetzt dann haben wir hier diesen Aufholprozess der letzten 2 Jahrzehnte tatsächlich schon. Ist hier im Schnitt 7% gemacht, ungefähr das, was der Aktienmarkt so hergibt, auch langfristig, hast du dann auch mit Cisco gemacht. Gut, wir wollen jetzt aber gucken, ob die Aktie Stand heute günstig oder teuer bewertet ist. Und dann legen wir jetzt einfach mal die Fernwerte drüber, basierend auf dem bilanzierten Gewinn, dem bereinigten Gewinn, dem operativen Cashflow, dem Fernwert Dividende, den heben wir uns für später auf. Zoomen mal jetzt so in den letzten Jahre rein, ja, erstmal ein bisschen näher ran. Du siehst Phasen, wo Cisco überbewertet war, unterbewertet, überbewertet, unterbewertet, relativ lang mal, nochmal unterbewertet, dazwischen zeitlich angenähert an den fairen Wert. Dann eine relativ deutliche Phase der Überbewertung hier im Jahr Sommer 2019. Hier, da ziehen wir mal näher rein. Da haben wir dann auch angefangen, in Cisco zu investieren, allerdings über einen Sparplan. Hier geht man nochmal, hier ist nochmal ganz klar der Vorteil, den man hat. Bezüglich bei Sparplan, bezüglich einem Einmalkauf hätten wir hier Cisco gekauft, dann hätten wir da jetzt eine Rendite von ungefähr minus 25%, weil halt die Aktie dann gefallen ist. Aber wir haben halt minus 13%, also quasi in Anführungszeichen nur halb so viel sind wir im Minus wie beim Einmalkauf, weil wir halt immer mal wieder hier günstiger nachgekauft haben. Und deshalb ist halt unser Kursverlust deutlich niedriger, trotz Gebühren, die wir noch da ein bisschen gelassen haben, diese 1,5%. Ist halt der Vorteil des Cost-Average-Effekts. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich die Frage stellen, ob wir weiterhin in Cisco investieren möchten. Und diese Frage oder die Antwort, die hat damit zu tun, was für eine Renditeerwartung wir haben werden. Ich habe auf der einen Seite gezeigt, dass ich meines Erachtens Cisco nicht so ein Dinosaurier ist, dass das Management durchaus auch eine Vision hat, wo es hingehen soll, dass es auch schon Früchte getragen hat, mit dem Umsatzwachstum, dass es jetzt halt blöd gelaufen ist, wegen Handelsstreiten, insbesondere Corona. Das hat einiges der Fortschritte wieder zunichte gemacht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal gucken, wie die Renditeerwartung so für die nächsten Jahre jetzt erstmal ist. Und das hat natürlich damit zu tun, ob die Aktie momentan deutlich unterbewertet oder ist oder nicht. Wir haben hier faire Werte. Bei faire Wert der Aktie liegt es hier irgendwo zwischen ganz nah 44 und 46 US-Dollar, basierend auf den letzten Ist-Zahlen. Das sind ja ganz, ganz neu. Aber ich würde, weil der Ausblick negativ ist
rückläufige Umsätze um 10%, wird auch zu rückläufigen Gewinnen, Cashflows und so weiter führen. Das heißt, da gehen auch die fairen Werte zurück und dann würden die fairen Werte zwischen 42 und 44 US-Dollar irgendwo schwanken. Und darauf basierend wäre die Aktie eigentlich sogar ja, irgendwo fair bewertet momentan. Also Cisco scheint momentan fair oder ganz leicht unterbewertet zu sein. Dann soll ein Jahr weiter Glaskugel, ein Jahr weiter voraus, dann soll Cisco wieder sich, also das Geschäft soll sich erholen, die Cashflows, Gewinne und so weiter steigen auch die fairen Werte und die würden dann irgendwo zwischen 45 und 48 US-Dollar liegen. Können wir uns hier nochmal so ein bisschen Hilfskurse einblenden und vielleicht mal hier irgendwo die goldene Mitte nehmen. Da hätte man hier so eine Renditeerwartung, Pi mal Daumen, um 7%. Ist im Prinzip das, was man tatsächlich langfristig mit Cisco gemacht hat. Ich habe es ja vorhin schon gezeigt. Nach der Platzen der Dotcom-Bubble, da war es ja auch irgendwo um die 7%. Klingt aus meiner Sicht soweit ganz plausibel. Blenden wir mal noch den Fernwert Dividende ein. Da siehst du, dass Cisco rein aus der Dividendenbrille betrachtet deutlich wertvoller wäre. Also wäre klar unterbewertet, wäre jetzt der faire Wert bei 56 US-Dollar. Klare Unterbewertung hat dann damit zu tun, dass die durchschnittliche Dividendenrendite bei 2,5% lag über den Zeitraum. Ich zoome nochmal raus und dann siehst du auch warum. Weil in den ersten Jahren hier war halt die Dividendenrendite ganz niedrig. 0,8%, 2,1%, 1,9%. Und dann ist auch nochmal, was auch nochmal rückläufig, deshalb halt hier relativ niedrige durchschnittliche Dividendenrendite. Das würde ich jetzt aber aufgrund der Erklärung, die ich gerade geliefert habe, jetzt einmal nicht so für bare Münze nehmen. Das kann man zur Kenntnis nehmen. Aber orientieren würde ich mich ganz klar hier an den Cashflows und an den Gewinnen, nicht an der Dividende. Die Dividende, die Höhe der aktuellen Dividende liegt ja auch immer irgendwo. Da hat das Management Spielraum. Man hätte ja genauso gut eine Sonderdividende geben können, anstatt Aktien zurückzukaufen. Das heißt, das ist auch in gewisser Sicht willkürlich. Und auch in gewisser Weise dem Markt entzogen. Also das Management eignet sich hier diesen fairen Wert ein Stück weit an. Während diese fairen Werte, das sind faire Werte des Marktes in erster Linie. Deshalb würde ich die schon immer vorziehen. Und diesen fairen Wert Dividende, das ist sozusagen nice to know. Gut, die Renditeerwartungen hier, also ich würde mal sagen, so irgendwo mittelprächtig. Das ist jetzt meine Meinung. Ihr habt auch eine Meinung, die habe ich ja als Zitate auch teilweise wiedergegeben. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier, nein, hier ist nicht. Hier sind ja eure Meinungen, wenigstens teilweise. Jetzt sicherlich nicht repräsentativ, aber Cisco ist ein Stück weit in der Kritik. Und ich möchte mir jetzt die Kritik stellen und habe mir überlegt, ob wir. Also ich habe mir jetzt überlegt, Cisco zur Disposition zu stellen im Charter-Depot hier, momentan Cisco hier drinnen. Und die Frage ist jetzt einfach, sollen wir Cisco Systems ersetzen durch eine andere Aktie? Das wäre dann, ich würde die Branchengewichtung gerne beibehalten. Das wäre eine andere Aktie, die hier auch im Hardware-Segment wäre. Und da sind mir dann zwei Aktien eingefallen. Einmal Taiwan Semiconductor, die jetzt sparplanfähig geworden sind bei der Consorsbank, und zum anderen Nvidia. Und diese beiden Aktien, die haben wir auch analysiert für euch. Also wir haben hier Taiwan Semiconductor und Nvidia. Habt ihr hier die beiden Aktienanalysen auch? Könnt ihr euch angucken. Und meine Idee wäre jetzt, und das werde ich auch so machen, euch entscheiden zu lassen, weil das Starter Depot, das ist ja so ein Community-Projekt, euch entscheiden zu lassen, ob ihr Cisco gerne austauschen möchtet durch entweder Taiwan Semiconductor oder durch Nvidia, sind auch beides Dividendenzahler und die Abstimmung, die machen wir hier in der Aktienfinder-Community. Ich habe es noch nicht ganz live, ich habe es aber schon mal alles vorgeschrieben, weil da kann man dann auch auf Facebook schön diskutieren, Pro und Contra und dann würde ich einfach mal gucken, was dabei rauskommt.
das jetzt mal ein, zwei Tage laufen lassen und je nachdem, wie ihr euch entscheidet, werden wir dann entweder Cisco behalten oder durch eine der beiden Alternativen ersetzen. Gut, das war's dann erstmal soweit. Also wenn du noch mitmachen möchtest mit dem Starterdepot, dann kein Problem. Das ist sozusagen, was das ewig laufen soll und da gibt es nie den richtigen Einstiegszeitpunkt. Aktiensparpläne an sich eine sinnvolle Sache. Du kannst übrigens auch dann hier das Starterpaket gerne wahrnehmen. Da gibt es dann auch nochmal hier die 20 Euro Prämie von der Consorsbank und 90 Tage Aktienfinder Vollmitgliedschaft obendrauf. Dann kannst du nämlich die ganzen Aktienanalysen selbst nachvollziehen und vielleicht auch die ein oder andere Aktie noch nebenbei für dich finden, die deinem Depot gut tut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat relativ lang gedauert, das Video. Ich hoffe, es war nicht langweilig, hat was gebracht. Und dann bis zum nächsten Mal. Und würde mich freuen, dich in der Facebook-Aktienfinder-Community begrüßen zu dürfen. Ciao!